Tag zusammen, ich erzähle diesmal über die Uniform im amerikanischen Bürgerkrieg. Ich sag gleich vorweg, das wird natürlich jetzt keine... Also man könnte Bücher darüber schreiben, so detailliert werde ich es nicht machen. Nur, ich habe ja schon mal gesagt, es geht einfach darum, grobe Fehler zu vermeiden und alles andere ist gut. Deswegen versuche ich das irgendwie einigermaßen kurz und an einigen Bildern möglichst auch, ich sag mal, weitgehend spannend zu halten. Vielleicht vorweg erstmal, damit man sich da so ungefähr eine Vorstellung von machen kann, was Uniformität in der Zeit bedeutet. Die amerikanischen Streitkräfte bestanden vor dem Krieg aus nicht mal 20.000 Soldaten, die eine ja damals schon riesige Fläche kontrollieren sollten. Die waren natürlich überwiegend auf ganz kleine Stützpunkte entlang der westlichen Grenze verteilt. Hatten also überwiegend mit Indianern zu tun. Das bedeutet wiederum, dass das entsprechende Know-how sich auch eher auf, also im Bereich der Waffengattung Infanterie und Kavallerie. Mit dem Bürgerkrieg ändert sich da einiges. Die USA und CSA lernen, müssen schnell lernen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre defizitäre Missstände beheben. Das gelingt in einem mal hier besser, mal da schlechter. Dem anderen da schlechter. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Das klappt nicht immer so wie gewünscht, aber es wird versucht. So, das bezieht sich natürlich auch auf die Versorgung der Streitkräfte, was die Uniformität angeht. Dazu kommt, das ist eine... Wir haben es in beiden Fällen mit einer freiwilligen Armee zu tun, zum überwiegenden Teil mit Freiwilligen, ganz selten nur mit Berufssoldaten. Das war mein Sohn, der wollte auch was dazu sagen. Das heißt, und wir haben es mit einem demokratischen, oder wir haben es mit zwei demokratischen Staaten zu tun. Die US-Amerikaner verbindet ja ein gewisses Staatsmisstrauen, könnte man sagen. Also man will von unten auf bis nach oben mitreden und das spiegelt sich auch im Militärwesen wider. Und natürlich auch in der Uniformität, denn das Demokratische ist ja das Individuum und das Militärische ist die Uniform. Das passt nicht unbedingt immer so zusammen. Heißt, Regularien zur Uniformität wurden auch mutwillig nicht eingehalten. Also es gab nicht nur grundsätzliche Versorgungsengpässe hier und da, sondern es wurde auch einfach schlicht nicht umgesetzt, weil man es nicht wollte. Das sollte man vorher wissen. Die Regularien der beiden Streitkräfte gehe ich jetzt als nächstes ein. Ja, die Nordstaatenarmee hatte kurz vor dem Krieg, also die Berufsarmee der Nordstaaten oder damals noch der USA, hatte 1858 neue Regularien herausgegeben, die unterschieden zwischen einer Parade- und Felduniform und einer Lageruniform oder Arbeitsuniform. So gesehen drei Uniformen, wobei sich die Paradeuniform und die Felduniform relativ ähnlich waren. Beide sahen einen schwarzen Hut vor, der aussieht wie hier abgebildet, der sogenannte Hardy Hat, Modell 1858. Der war recht unbeliebt, weil er relativ viel Metallklimbim dran hing und der auch Regenfälle nicht so besonders lange aushielt. War aber eben vorgeschrieben, sowohl für die Parade als auch im Feldeinsatz, wobei der im Feld mit etwas weniger Schmuck rauskommen durfte. Ja, der Mantel oder die Jacke, wie auch immer, in preußisch-blau, Prussian Blue, wie auch immer, sollte beinahe knielang sein, lehnt sich an ein ziviles Kleidungsstück eindeutig an. Der sollte sowohl im Feld als auch bei der Parade getragen werden. Die Schulterklappen waren allerdings Parade. Standard, ebenso wie die Handschuhe. Der Winkel unten auf dem Bild kennzeichnet die Waffengattung, also in dem Falle hellblau der Infanterist, gelb wäre Kavallerie, rot Artillerie. Die Winkel weiter oben zeigen an, dass es sich hierbei um einen Sergeant handelt, deswegen trägt er auch einen Säbel. Unteroffizierschwert, wie auch immer,
gehörte nicht zur normalen Soldatenausrüstung. Hier haben wir es aber eben mit einem Unteroffizier zu tun oder Mannschaftsoffizier. Deswegen trägt er in der Parade den Säbel im Feld. Das ist wieder schwierig. Ich konnte nicht so richtig herausfinden, ob es vorgeschrieben war. Durchgeführt wurde es relativ selten. Die Mütze, die man sehr häufig bei den Infanteristen im Feld sieht, war ursprünglich nicht fürs Feld vorgesehen, sondern für das Lager oder für Arbeiten. Arbeiten oder auch für den Marsch, aber eben nicht im Feld. Ich konnte nicht ausdrücklich ein Verbot fürs Feld finden, aber bei der Kappe steht eben, dass es immer für Non-Regulation oder für Service oder ja, Lageraufgaben gedacht war. Vom Feld steht da irgendwie nie was. Die Hose hier ist nicht nach den Regularien von 1858. 1858 sollte die Hose im gleichen Blau sein wie der Mantel. Diese blaue Hose, die hellblaue Hose Sky Blue, wurde erst später eingeführt und hat sich auch nicht sofort durchgesetzt, kann man so sagen. Also, das hat ein bisschen gedauert. Der Soldat hier, der trägt diese Mütze und eine deutlich kürzere Jacke. Die kurze Jacke, der Sackcoat, der war wirklich ausdrücklich nicht fürs Feld gedacht. Den finde ich immer nur in Beschreibung von der sogenannten Lageruniform. Für alle Waffen- und Truppengattungen war der so vorgesehen, nur für das Lager. Vielleicht noch ganz kurz zu der Felduniform der Kavallerie und Artillerie. Das war eine ganz kurze Jacke, die wir in ähnlicher Form nachher auch noch bei den Südstaatlern sehen, die getragen sollten. Aber auch im Lager galt für die der sogenannte Sackcoat. Der wurde auch relativ häufig im Feld getragen. Es war aber eigentlich von den Regularien her nicht erlaubt. Ja, wie das so ist bei nicht erlaubt und amerikanischen Soldaten wird es dann trotzdem sehr häufig getan, nicht zuletzt deshalb, weil zu Beginn nicht unbedingt klar war, ob die Union Army Regularien überhaupt für die freiwilligen Regimenter gelten. Die Einzelstaaten hatten eigene Uniformen, auch vor dem Krieg eigene Uniformen hergestellt für ihre einzelnen Milizen und häufig brachten freiwillige Milizverbände eigene Uniformen mit. Das war ein riesig bunter Blumenstrauß an Uniformen, die es so gab. Und oft war den Soldaten aus den freiwilligen Regimentern auch nicht so klar, ob die Regularien der Union Army überhaupt für sie Geltung hatten und ob die nicht nur für Berufssoldaten galten. So, wir bleiben mal bei der Union. Hier sehen wir eine Kompanie aus Kompanie C des 84. Regiments aus Indiana. Das war ein Regiment aus einem sogenannten Weststaat. Ist natürlich heute nicht besonders weit im Westen, aber damals war es eben ein Weststaat der USA. Wurde auch am westlichen Kriegsschauplatz eingesetzt. Da war es mit der Kleiderregelung nicht ganz so weit. Und wir sehen hier auch recht gut, dass das mit der Uniformität sich nicht so durchgesetzt hat. Erstmal auffällig viele Hüte. Das war im Westen häufiger der Fall. Wir sehen nur ganz wenige Soldaten mit Mütze. Einige tragen gar keine Kopfbedeckung. Das liegt aber daran, dass sie die in den Händen halten. Bei manchen ist das etwas schwerer zu erkennen. Ich habe mal hier zwei Soldaten markiert. Da sieht man diesen langen Mantel, den etwa knielangen Mantel. Es handelt sich hierbei, wenn ich das richtig sehe, um zwei Korporale oder einen Corporal rechts und einen gemeinen Soldaten links. Ich finde das etwas undeutlich. Ob das da am Mantel wirklich ein Korporalabzeichen ist, ich denke schon, aber die tragen eben den besagten Mantel. Es gibt aber auch einige Soldaten mit dem Sackcoat, der ja wie gesagt eigentlich nur fürs Lager gedacht ist. Das wäre zum Beispiel der Private direkt links neben dem Corporal, drei Personen weiter. Und ganz außen links ein weiterer Private. Beide auch interessanterweise mit Hut. Was ja, das sind Privathüte. Wir sehen hier nur ganz selten den Hardy-Hut. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Und wir sehen auch immer noch, obwohl die seit 1863 nicht mehr ausgegeben wurden, die kurzen Jacken.
Das ist ein Sergeant und ein Private, rechts der Sergeant, die diese kurzen Shell Jackets tragen. Es gibt auch noch weitere Soldaten. Wenn ihr auf dem Bild mal genauer sucht, dann findet ihr noch ein paar, die diese kurzen Jacken tragen. Die waren im Einkauf recht teuer, weil die Herstellung nicht so ganz einfach war. Entweder sind das Altbestände, die immer noch hatten, oder aber die beiden haben sich die Jacken privat gekauft. Das kam durchaus vor, dass die Soldaten Uniformteile selber ersetzt haben, wenn der Nachschub nicht nachkam, oder manche haben auch innerhalb des Lagers Frauen oder Händler aufgesucht, die das für sie erledigten, also Schneider. Oder aber unter den Kameraden war ein begabter Handwerker, sage ich jetzt mal, ein Schneider, der die Aufgabe übernommen hat. Muss noch nicht mal ein Schneider sein, konnte theoretisch auch jemand sein, der sich einfach damit auskannte. Das ist alles denkbar. Ich entschuldige mich schon mal für die Hintergrundgeräusche. Das ist mein Söhnchen, das hier gerade sehr geräuschvoll vor meiner Brust schläft. Werfen wir mal einen Blick auf eine reale Feldsituation. In dem Falle sind das Nordstaatler 1862. Einige Soldaten tragen den Wintermantel. Der war hellblau, wie später die Hosen auch. Auffällig auf dem Bild ist, dass noch sehr viele Soldaten dunkle Hosen tragen. Obwohl die Regularien eigentlich schon hellblau vorschrieben. Und außerdem tragen sehr viele Soldaten Shell Jackets. Das sind diese kurzen Jacken. Ihr seht das ganz links. Bei dem Soldaten, der da ohne Waffe stramm steht. Ihr seht es aber auch ganz rechts bei dem Großen, der oben an der Geschützstellung steht. Der einzige Soldat mit Hut ist ganz links. Da ist auch bei der Belichtung was schief gegangen anscheinend. Ansonsten tragen alle die Lagermütze, was ja die Regularien so nicht hergeben, dass das gemacht werden sollte im Feld. Das ist nicht so ganz eindeutig, finde ich, aber ich würde eher sagen, der Hut müsste hier eigentlich eher getragen werden. Der war nur eben sehr unbeliebt. Wenn wir das Ganze mal uns in groß angucken oder einen Ausschnitt in groß angucken, ich liebe dieses Bild, weil es so viel hergibt. Ne? Es zeigt die Ausrüstung sehr gut, was teilweise mit ins Feld genommen wird. Ihr seht zum Beispiel bei den Soldaten, der im Hintergrund steht mit dem Mantel, er scheint gerade zu kauen, der vor ihm hockt, der isst auch gerade was. Und da hängt rechts diese Tasse. Also teilweise, je nachdem wie die gerade auf dem Feld ankamen, wurde auch recht viel mit in die Schlacht geschleppt, kann man sagen. Ja, hier sieht man auch nochmal deutlich die kurzen Jacken. Hier bei dem Soldaten ist das sehr eindeutig. Da ist unter dem Gürtel nichts mehr zu sehen, außer der Hose. Der hat also keine Schürzen. Sowohl die Lagerjacke als auch der Kurzmantel müssten natürlich deutlich sehr länger sein. Das sind sie ja nicht. Und bei dem Mann sieht man auch, finde ich, sehr gut, dass die Mütze nach oben hin viel höher geht. Ne? Dass die so fällt wie bei den anderen. Bei den anderen vielen sieht man sehr schön, wie der Deckel oben, sag ich mal, so fesch zur Seite fällt. Das ist bei der Mütze der Südstaatler nicht so. Die dunklen Hosen habe ich schon erwähnt, die sieht man besonders gut auch bei diesem Soldaten hier im Vordergrund. So, dann wenden wir uns mal den Südstaatlern zu. Der Soldat hier im Bild, das stellt so die ersten Regularien dar, die Südstaatenarmee ihren Soldaten vorschrieb. Die Farbe der Kappe, die ist nicht definiert, also die wurde nicht vorgeschrieben. Zunächst, also April 61, da gab es keine Farbangaben. Juni 61 gab es dann eine nähere Definition. Demnach ist das hier dann richtig, ein Infanterist sollte eine hellblaue Kappe tragen. Kavalleristen gelbe und Artilleristen rote Kappen. Grau war tatsächlich am Anfang nur der Rock mit entsprechenden Farben, Kragen und die Ärmelaufschläge. Über den Saum habe ich nichts gefunden. Weiß ich nicht. Interessant ist halt, dass der Mantel, genau wie bei Offizieren,
eine Länge haben sollte, die ungefähr auf der Mitte des Oberschenkels zwischen Hüfte und Knie endete. Also wir haben hier nicht den Sackcoat und wir haben hier auch nicht den Frockcoat, wir haben hier irgendwas dazwischen. Soweit so gut. Die Hose in diesem Blau, das war auch vorschriftsmäßig. Das wurde aber relativ schnell wieder geändert, weil es da zu relativ häufigen Verwechslungen mit den Nordstaatlern kam. Also ne, gerade wenn dann wirklich die Kappe auch noch blau sein sollte, das war schwierig. Tja, jetzt kommen wir nur zu dem Problem, dass diese Uniform im Grunde nie getragen wurde. Also das gab es höchstens beim Invalidenkorps, bei stationierten, ausdrücklich stationierten Truppen wie die Präsidentengarde oder ähnlichen Sachen. Ansonsten sah die so nicht aus. Tatsächlich trugen die Südstaaten-Soldaten kurze Jacken. Ähnlich wie denen, die wir schon bei den Nordstaatlern teilweise gesehen haben. Ja, das Bild hier, das ist eines, denke ich, der berühmtesten Bilder aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Das sind drei Männer aus einem, ich glaube, Mississippi-Regiment, was am ersten Tag von Gettysburg an diesem Eisenbahnhohlweg gefangen wurde, den die Iron Brigade gestürmt hat. Hier sieht man erstmal, die Farben sind unterschiedlich. Die drei Männer tragen unterschiedlich gefärbte Uniformen. Und sie tragen alle drei Hüte. Der eine einen dunklen Hut, die anderen beiden wahrscheinlich braune, hellbraune Hüte. Und wir sehen die sonstige Ausrüstung, aber da sage ich nachher nochmal was zu. Bleiben wir erstmal bei den Uniformen selber. Also diese kurzen Jacken, das war der Standard. Und die vorgeschriebene Mütze trugen etwa ein Viertel der Soldaten. Das heißt, etwa 75% trugen wie auch immer geartete Hüte. Die waren bei den Südstaaten wesentlich beliebter. Einfach wegen des besseren Sonnen- und Regenschutzes, den die boten. Das waren meistens privat angeschaffte Hüte. Es gab ja keine Militärhüte im Süden. Also war das ein nicht militärisches, sondern ein ziviles Kleidungsstück. Die Jacken, die waren an sich auch nicht so vorgeschrieben. Die wurden aber vom Heer selber so ausgegeben, einfach wegen des Materialmangels. In der Herstellung waren die an sich vom Handwerklichen her nicht billiger. Also tatsächlich wäre Sackcoat vom Handwerklichen, von der Arbeitsstunde her günstiger. Deswegen haben die Nordstaaten die auch nach und nach am meisten nachgekauft und die Kurzjacken eigentlich komplett nicht mehr angeboten. Also auch die Einzelstaaten, die ursprünglich solche Jacken hatten. Beim Süden war aber nicht das Problem, dass sie nicht irgendwie die Arbeitskräfte gehabt hätten, die das dann machen, sondern das Problem war, dass das Material nicht da war. Es gab zu wenig Stoff, der rechtzeitig an der richtigen Stelle sein konnte. Und deshalb kam es eben zu diesem Kleidungsstück, war ausgesprochen beliebt auch. Also etwa über drei Viertel der Soldaten trugen diese kurzen Jacken. Etwa 18% trugen knielange bis mittel, ne, dieses Mittelding, was wir da hatten. Das waren dann überwiegend Hemden oder Jacken, besser gesagt, oder zum guten Teil waren das auch Beutestücke. Und was dann noch übrig bleibt, das ist eine wilde Mischung aus allem möglichen anderen. Vielleicht gucken wir es uns nochmal an einem anderen Beispiel an. So, hier sehen wir einen im Kampf gefallenen Südstaatler. Man sieht hier auch deutlich wieder die kurze Jacke und dass er einen Hut trägt. Und eine Metalltrinkflasche. Das Bild aber jetzt ausgesucht aus einem anderen Grund. Man sieht hier sehr deutlich, dass die Munitionstasche keine Markierung hat. Da fehlt, also die Nordstaatler hatten hier so eine Metallscheibe mit der Aufschrift US drauf. Der Süden sah die an sich auch vor. In der Realität wurde die aber im Grunde nie genutzt. Die Südstaatler waren sowieso bei so Verzierungen nicht sehr. Also die höheren Offiziere mochten das, aber so die Mannschaftsoffiziere und die normalen Soldaten so gar nicht. Sie wollten nicht leichter gehört oder gesehen werden. Und ja, Metall war da eben schwierig dann. Ne? Also das Klappern hört man. Ne? Es gab auch ganz viele Unteroffiziere oder Mannschaftsoffiziere, die ihre Abzeichen gar nicht trugen. Man musste sich im Grunde merken, wer sein Sergeant war. Ebenfalls wichtig wäre noch dieses Bild. Da sieht man nämlich sehr deutlich,
dass die Kappe, die die Südstaatler hatten, anders geschnitten war als die der Nordstaatler. Ne? Also ihr habt den Deckel, sag ich mal, den habt ihr da eingelassen, der ist da eingenäht. Die Naht stülpt da so oben drüber. Und also ist dann quasi auf links gedreht, wenn ihr so wollt. Und der Zylinder, nenne ich es mal, der Hutkörper, wie auch immer das heißt, ist nicht so hoch. Ja, also der kann nicht so zur Seite kippen, wie das bei den Nordstaatlern der Fall ist. Wenn man das als Miniatur darstellen will, ein bisschen aufpassen. Nochmal zum Vergleich. Sieht man an dem Nordstaatler hier ne, dieses Flache und das Fallende an seiner Kappe. Die ist im Grunde, wie gesagt, das eine ist im Grunde so ein bisschen die auf links gedrehte Variante der anderen. Abschließend würde ich einfach sagen, die Uniformität der Nord- wie der Südstaatler, die war aus verschiedenen Gründen nicht so einheitlich. Nichtsdestotrotz gab es aber deutliche Unterschiede im Detail zwischen den Uniformen. Was heißt das jetzt als Schlussfolgerung für uns, wenn wir das als Miniaturen darstellen? Also ich würde sagen, die generische Box, die ist, da seid ihr relativ sauber mit. Kurzjacken gab es, wie gesagt, ja auch im Norden. Die Sackcoats, die da drin vorkommen, wären vielleicht im Mittel zu viele für die Südstaatler. Aber das fällt dann in der Menge nicht mehr so auf. Da müsst ihr einfach mal gucken, dass er sonst im Zweifelsfall die Modelle mit dem Sackcoat ein bisschen nach hinten stellt. Kappenvarianten habt ihr beide drin. Da ist eigentlich nichts weiter zu sagen. Bei den restlichen Boxen, die Südstaatenbox eignet sich natürlich super für Südstaatler, Überraschung, Überraschung. In Teilen auch für Nordstaatler, da habt ihr nur die Schwierigkeit, dass ihr nicht die passende Kopfbedeckung habt, es sei denn, ihr stellt eine ganz bestimmte Suaveneinheit dar, die doch französisch angehauchte Käppis trug und nicht diese Lagermützen wie die Nordstaatler, die sonst hatten. Ansonsten kann man die in die anderen einmischen, da müsste man sich aber eben nach anderen Kopfbedeckungen umgucken. Und gegebenenfalls vielleicht auch die Marke auf die Munitionstasche aufmalen. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Die beiden Unionsboxen für Südstaatler zu benutzen, wäre dann nochmal deutlich schwieriger. Das würde ich auf jeden Fall mit der Südstaatenbox mischen. Und auch da braucht ihr dringendst alternative Kopfbedeckungen. Also ihr müsst halt an die Kopfbedeckung aus der Südstaatenbox dann eh kommen. Das lässt sich sonst nicht anders machen. Ich glaube, in der Nordstaatenbox sind auch nur... Also sind fast nur Käppis, ja, also nicht Käppis, nicht die Südstaatenkappen natürlich, ne, sondern die McLellan-Mütze und die Lagermütze und der Hardy-Hut. Da ist, glaube ich, auch irgendwo ein einsamer Schlapphut und so eine Perücke drin, wenn man mal einen ohne Kopfbedeckung darstellen will. Aber nur darauf basierend Südstaatler herzustellen, fände ich schwierig, muss ich sagen. Also insofern würde ich es dann doch mischen, denke ich. Ist für Spieler größerer Armeen auch nicht schlimm. Dann hat man halt immer irgendwie eine Box Union, kann man sich da einfach mal zulegen für die Varianz. Aber im Großen und Ganzen würde ich das... Ne, würde ich mir überlegen, also ihr müsstet im Grunde auch von den ganzen Munitionstaschen die Marken abfeilen, beziehungsweise von einem großen Teil. Die Jacken wären zu lang, beziehungsweise zu kurz, je nach Perspektive. Das passt einfach nicht so optimal. Meine Florida-Jungs hatte ich einige Nordstaatler mit untergemischt. Das fällt aber in der Menge dann nicht mehr so auf. Also ihr könnt ja mal selber versuchen zu gucken, wo sie sind. Ein paar sind wie gesagt dazwischen. Ja, ich habe, glaube ich, im Nachhinein ein paar Kappen zu viel benutzt. Aber gut, das ist, denke ich, noch verkraftbar. Vielleicht ganz kurz als Nachgang noch. Die Kavallerie und Artillerie könnt ihr beliebig für beide Seiten benutzen. Da sind genug Kopfbedeckungen für beide Parteien drin. Die ist genauso generisch wie die erste Infanteriebox. Da macht er definitiv nichts falsch. Bei der Artillerie müsst ihr einfach ein bisschen gucken, dass er die richtigen Mützen den auf den Kopf setzt. Und bei der Kavallerie kann man den Südstaatlern einfach in Hüte geben. Das passt dann schon ganz gut, denke ich. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Anmerkungen, Kritik gerne unten drunter lassen. Und ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Mal bei Two Arms. Tschüss.